Herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Linken. Die USA haben gewählt, die USA haben ein Wahlergebnis. Frau Kipping, die Parteivorsitzende der Linken, wird sich dazu äußern. Joe Biden hat die magische Grenze von 270 Wahlleuten genommen. Sie sehen mich unglaublich erleichtert darüber, dass Donald Trump die Wahl nicht gewonnen hat. Seine Wiederwahl wäre die Wiederwahl eines Lügners gewesen, der täglich seine Verachtung für Demokratie und Frauen zur Schau trägt und der auf eine Vorherrschaft der Weißen setzt. Die Wahl von Joe Biden ist so gesehen eine gute, aber noch keine beruhigende Nachricht. Denn dass nach allem, was sich Donald Trump geleistet hat, immer noch so viele Menschen ihn wählen, zeigt mir, dass die Wahl von Donald Trump vor 4 Jahren nicht einfach ein Ausrutscher war, wo Leute vielleicht missverstandenen Protest äußern wollten, sondern die Wahl von Donald Trump vor 4 Jahren ist auch Ausdruck eines sich verfestigenden rechtspopulistischen Blocks. Damit, mit dieser Entwicklung, müssen sich alle fortschrittlichen Kräfte auseinandersetzen. Denn Entsetzen und Empörung alleine reicht nicht in der Auseinandersetzung mit diesem Trumpismus, sondern da müssen wir wirklich nach den Ursachen schauen. Und so sehr, wie ich mir immer die ganze Zeit gewünscht habe, dass Joe Biden am Ende vorne liegt, so muss man doch auch sagen, dass die US-Demokraten in den letzten Jahrzehnten einen großen Anteil mit daran haben, dass es in den USA zur sozialen Spaltung gekommen ist und dass das Gemeinwohl dort auch erodiert ist. Der Aufruf von Donald Trump, die Auswahl zu stoppen, seine Reaktion jetzt auf das Ergebnis einer demokratischen Wahl, damit legt er nicht nur einen echt schlechten Abgang hin, sondern Donald Trump zeigt nochmal seine ganze Verachtung für demokratische Spielregeln. Wahlen sind dann okay, wenn sie das von ihm erwünschte Ergebnis bringen. Man könnte darüber viele Scherze machen, und das passiert auch in den sozialen Medien. Das ist alles verständlich, aber zugleich ist das natürlich auch eine echte Gefahr, weil er sendet ja damit ein Signal an alle Despoten und Gewaltherrscher weltweit. Wenn in Zukunft Despoten irgendwo die Ergebnisse von demokratischen Wahlen nicht akzeptieren wollen, können sie sich dabei immer auf den ehemaligen Präsidenten der USA berufen. Was für ein verheerendes Signal. Und das muss man erst mal hinlegen, als Multimillionär und Präsident der USA sich selbst als Opfer darzustellen. Diese Selbstinszenierung als Opfer, das ist das klassische Drehbuch der Rechtspopulisten. Und hier, glaube ich, müssen wir immer wieder das als das benennen, was es ist, nämlich als eine üble Masche und eine richtig große Lüge. Der Sieg von Joe Biden ist undenkbar ohne die Mobilisierung, die die Black Lives Matters-Bewegung und das Team von Bernie Sanders im Vorfeld geleistet haben. Weil es ist dem Einsatz der Linken bei den US-Demokraten zu verdanken im Vorfeld, dass sich dieses Mal deutlich mehr Wählerinnen und Wähler registriert haben und damit dann auch sozusagen in der Wahl ihre Stimme abgeben konnten gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit. Und insofern ist der Sieg von Joe Biden auch unvorstellbar ohne Black Lives Matters und ohne die vorherige Mobilisierung durch das Team von Bernie Sanders. Insofern wird sich die Präsidentschaft von Joe Biden und Kamala Harris auch daran messen lassen, inwieweit sie zum einen natürlich die gespaltenen Staaten von Amerika jetzt etwas ein, aber eben auch daran, inwieweit es ihnen gelingt, all denjenigen, die ihre Jobs verloren haben, die unter sozialer Verunsicherung leisten, diesen Menschen wieder mehr soziale Sicherheit zu geben. Und nun gibt es keine Entschuldigung dafür, zum Rassisten oder zum Rechten zu werden. Aber wir wissen, dass unter den Bedingungen von Abstiegsängsten und sozialer Verunsicherung es Rechte immer leichter haben. Und insofern stehen die US-Demokraten jetzt auch in der Verantwortung, nachhaltig mehr für soziale Sicherheit zu tun, um den Donald Trumps dieser Welt langfristig das Wasser abzugraben. Vielen Dank. Heute ist ein Tag vor allen Dingen, um sich zu freuen. Ab morgen geht es dann wieder an die Arbeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.